Wir sind in der Klasse 7 und zwar gilt immer noch das Prinzip Punktrechnung vor Strichrechnung. Genau. Und wir sind gerade dabei und haben uns Folgendes gedacht. Die Lösungsmenge einer Gleichung besteht in diesem Fall aus zwei Lösungen. Und zwar eine heißt 4 und die andere minus 5. Diese zwei Lösungen. Entwickelt mal daraus eine Gleichung, die wirklich zwei Lösungen hat und zwar genau diese. 4 und minus 5. Also wir haben hier verschiedene Varianten, aber die sind letzten Endes immer dieselben. 0 ist gleich 4 minus x. Denn wenn ich eine 4 hier einsetze, ist 4 minus 4 0. Dann ist der erste Faktor 0. Der erste Faktor hier, dieser. Wenn der 0 ist, dann kann ich hier hinten einsetzen, was ich will. Ergibt es 0. 0 mal irgendwas ist trotzdem 0. Und der zweite Faktor, der funktioniert dann so, dass ich sage minus 5 als x, minus 5 plus 5 und peng. Und dann ist die Sache erledigt. Jetzt gibt es noch eine Idee, glaube ich. Also hier die Variante gibt es auch noch. Minus 4 plus x geht noch. Und dann in der zweiten Klammer minus 5 minus x. Und das könnte man noch bis zum Abwinken auskosten. Was meine ich damit? Schnappen wir uns mal diese hier. Einfach bloß mal. Und überlegen uns mal, ob man da noch was Schlimmeres draus machen kann. Die heißt ja, die muss ja heißen, minus 5 minus x ist gleich 0. Wie kann man diese Gleichung noch so ein bisschen verderben? Na ganz einfach, wir machen es mal rückwärts. Wir sagen mal plus x. Dann heißt es minus 5 ist gleich x. Das ist nichts Besonderes bisher, weiß ich. Aber jetzt geht's los. Das ist ja unsere Lösung. Jetzt nehmen wir den ganzen Mist mal 3. Dann haben wir minus 15 ist gleich 3x. Wir wollen aber, dass die 0 heißt. Wir hätten das Ganze auch auf der, anders machen können, aber wir wollen ja, dass die 0 heißt. Also nehmen wir jetzt mal die 15 hier rüber, indem wir sagen plus 15. Also heißt es, 0 ist gleich 3x plus 15. Sodass die zweite Klammer eigentlich auch heißen könnte, und jetzt gucken wir mal, dass wir dann eben stattdessen hier 3x plus 15 reinschreiben. Aber ich sag's mal so. Wenn nur das hier gefordert ist, dann sollte man sich nicht solche Beine brechen wie hier. Das muss nicht sein. Also das wäre, wie sage ich immer gerne, Schmuck am Nachthemd. Genauso könnte man die erste Klammer noch ein bisschen verderben, aber ich lasse das mal jetzt dabei bin. Plus x in Klammern und das Ganze soll 0 sein. Hier gibt es eine Frage. Klar, jetzt kam noch die Idee. Man muss das ja nicht mal 3 nehmen beide Seiten, man könnte genauso auch mal 875 nehmen. Dann würde sie noch komplizierter aussehen, die Gleichung. Aber. Jetzt sind wir schon an der Stelle, wenn ich diese Gleichung hier als gegeben betrachte, hier, diese, jetzt hier, dieses Ding. Wenn die gegeben ist und ich soll die Gleichung lösen, was muss ich dann machen? Dann muss ich mir ein bisschen Mühe machen und zwar muss ich sagen, und jetzt löst mal diese Gleichung, obwohl die eigentlich schon ihre Lösung hat, löst mal die Gleichung schnell. So, also x01 ist ablesbar, das kann man sofort erraten. Ich könnte auch offiziell sagen, minus 4 plus x ist gleich 0 und das dann umstellen, aber das ist zu billig. Also das lassen wir mal da an der Stelle bewenden. Und die erste Lösung. Und die zweite Lösung muss man jetzt tippeltappeltur weitergehen. Minus 15, 3x ist minus 15. Jetzt noch durch 3 teilen, dann ist x minus 5. Jetzt hätte ich x02 raus, das wäre die zweite Lösung. Und nebenbei gesagt, man gibt eine Lösungsmenge an mit diesem L, mit diesem Doppelstrich. Dann ist gleich eine geschweifte Klammer. Und jetzt kommen beide Lösungen rein. Also 4 Semikolon machen, damit ich nicht bei Kommazahlen durcheinander komme. Und minus 5. Geschweifte Klammer zu. Und siehe da, das ist das, was ich hier oben eigentlich auch vorgegeben hatte. Ne? Ist genau das gleiche rausgekommen. Haben wir ja auch so gewollt. Wir haben gerade beschlossen, also solche Sachen, die müssen wir nicht mehr üben. Das war nicht das Problem. Gleichung mit zwei Lösungen. Gehen wir mal in den physikalischen Bereich. Und zwar. Beispiel einer Wippe. Aber Achtung, das bitte jetzt nicht mitschreiben. Ich will bloß nochmal daran erinnern. Wir haben hier eine Wippe und hier sitzt einer drauf, lässt die Beine runterbaumeln, hält sich fest und freut sich. Und ein bisschen weiter rein sitzt ein größerer und hält sich fest, lässt die Beine baumeln und freut sich. Und die sind im Gleichstand. Der eine sitzt von hier bis zum Drehpunkt immer, ne? Das ist ein zweiseitiger Hebel. Der eine sitzt meinetwegen 3 Meter entfernt, der andere sitzt nur 2 Meter entfernt. Und der eine hat eine Gewichtskraft, die er ausübt. Warte mal, den Pfeil, den muss ich eigentlich nach unten machen, ne? Denn die Gewichtskraft wirkt ja nach unten. Von F1 gleich,
lassen 30 Kilogramm wiegen, ist ein kleines Kind, oder 40 Kilogramm, ist schon ein bisschen größeres Kind, dann entspricht das rund 400 Newton. Und jetzt ist dann die übliche Frage, gesucht ist, wenn wir F1 haben, F2 noch. Die Lösung ist relativ leicht. Wie heißt die Gleichung, mit der wir die Geschichte lösen? Jawohl, wussten sie alle, F1 mal L1 ist F2 mal L2. Goldene Regel der Mechanik, ne? Was ich an Kraft einspare, kann ich an, muss ich an Weg wieder aufwenden und umgekehrt. Oder hier sagt man Hebelgesetz dazu und, und. Wenn ich das alles einsetze, ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Das ist ja kein Problem. Da kann ich ja sagen, das sind 400 Newton mal 3 Meter ist gleich, F2 war ja gesucht, das müssen wir als F2 hinschreiben, mal 2 Meter hatten wir hier. Ich teile durch 2 Meter, das ist alles kein Problem. Aber nochmal, was steckt hinter dieser Gleichung? Wie nennt man diese, es gab doch sowas wie Proportionalität und so ein Kram, wie nennt man das hier? Genau das ist es, Antiproportionalität. Je mehr, desto mehr wäre Proportionalität. Also je mehr ich esse, umso schwerer werde ich und so weiter. Oder, na, was weiß ich. Aber je mehr, desto weniger ist die Antiproportionalität. Hier sagt man, je mehr ich Kraft aufwende, umso weniger Hebel brauche ich und umgekehrt. Also das jetzt auszurechnen, ist schon fast Quatsch. Ne? Wenn ich das teile, dann schreibt man das dann so entsprechend so hin. Müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen. F2 ist demzufolge 200 mal 3, 600 Newton. Ne? Das kann man sogar schon jetzt im Kopf machen. Macht es sicherheitshalber nie im Kopf, sondern schreibt es lieber hin, tippt es dann in den Taschenrechner ein, denn so einfache Zahlen haben wir nicht immer. Gut. Jetzt machen wir mal auf der physikalischen Seite weiter, aber wir werden nicht diesen Schritt hier machen, sondern wir werden uns grundsätzlich dann für später angewöhnen, also diesen werden wir nicht machen, sondern wir werden uns mit solchen Dingen hier beschäftigen. Wir werden also nur mit Buchstabengleichungen, also mit Variablengleichungen umgehen und die werden wir umformen. Das wird jetzt in der nächsten Zeit in den nächsten Minuten unsere Beschäftigung sein. Ich schreibe mal ein paar Beispiele auf und ihr formt um. Ich markiere dann immer, wonach umgestellt wird. Das heißt also, was alleine stehen soll. So, also diese beiden Gleichungen sind mal zu lösen. Ganz allgemein A geteilt durch B ist genauso wie X plus 7 geteilt durch C. Und hier X durch Y ist gleich F durch, und die gesuchte Größe D steht unterm Bruchstrich, K plus D. Macht mal. Erste Gleichung ist relativ leicht. Erstmal uns von dem C befreien, damit wir einen Bruchstrich loswerden. Mal C auf beiden Seiten. A mal C durch B ergibt sich links und rechts kürzt sich das C deswegen weg. X plus 7 bleibt alleine stehen. Jetzt fehlt bloß noch die 7 rüberzubringen. Minus 7. Achtung! Wichtig! Die minus 7 muss extra stehen. Die darf nicht mit auf den Bruchstrich rauf. Ne? So, eine Frage klangend. So, die zweite Aufgabe, da empfehle ich grundsätzlich zu stürzen, wenn die gesuchte Größe in einem Bruchstrich steht, furchtbar, also unterm Bruchstrich, ist furchtbar. Stürzen heißt, beide Brüche umdrehen, komplett umgedreht. Und dann kann ich nach den üblichen Regeln der Kunst weitermachen, mal F, genauso wie hier drüben. Jetzt probieren wir das mal ohne zu stürzen, das heißt, ich schnapp mir mal hier diese Aufgabe nochmal und mach das mal ohne Stürzen. Das geht auch. Mal sehen, wie das aussieht. Es ist aber nicht so leicht. So. D soll alleine stehen. Ich teile durch F. Dann habe ich X durch Y und F ist gleich, Achtung, 1 durch K plus D. Spätestens jetzt sollte man stürzen. Denn wenn ich jetzt alles zum Beispiel mal K nehme, bloß mal ein Beispiel, ich mache das mal rot, das ist nämlich nicht günstig, dann steht hier X mal K durch Y und F ist gleich K durch K plus D. Merkt ihr was? Das wird immer komplizierter. Das wird immer blöder dann. Deswegen, wenn sowas passiert, stürzen. Aber jetzt kommt eine zweite Variante. Die ist schicker. Viel schicker. Kleinen Moment. Wenn ich diesen Ärger habe und ich sage, ach Mensch, stürzen, ach, ist mir zu doof, will ich nicht. Dann nehme ich mal hier, mal diesen ganzen Ausdruck, mal in Klammern K plus D. Das kann man auch machen. Mal sehen, wie es dann aussieht. Dann habe ich X mal, naja, ich schreibe es mal hin, K plus D kann ich ohne Farbe machen, mal K plus D durch Y ist gleich nur noch F. Jetzt geht es weiter. Ich nehme mal Y und teile durch X.
Dann kann ich mir eine Zeile sparen. Dann steht k plus d ist gleich f mal y durch x. Jetzt, da ich ja das d haben will, sage ich noch, minus k ist der letzte Schritt. Mal sehen, wie es dann aussieht. Dann ist d alleine ist gleich f mal y durch x minus k. Gucken wir mal an, ob das stimmt. Y mal f durch x minus k. Geht auch. Wem das lieber ist, der sagt, okay, ich habe hier unten einen kompletten Klammerausdruck. Ich nehme mal den ganzen Klammerausdruck, wenn da meine gesuchte Größe drin steckt. Aber ich glaube, mit Stürzen geht es übersichtlicher, ne? Ist ein bisschen einfacher, da muss man sich nicht hier solche Beine brechen. Guckt mal, da schleppt man sonst Klammern mit und so weiter. Es geht auch, aber nicht schön. Jetzt noch ein paar Übungen, die sich ein bisschen mehr mit der Physik beschäftigen. Und zwar mal zum Einschreiben F1 mal L1 ist gleich M1. Das ist durchaus erlaubt, ne? Das, na und? Ist eben das erste Drehmoment. Und ich möchte L1 alleine stehen haben. Und so weiter. Ich schreibe jetzt noch ein paar Aufgaben auf und mache in der Zeit Pause. Jetzt haben wir das schnell mal gemacht hier. Das ist eigentlich nichts Besonderes in der ersten Aufgabe. Momento. Also in der ersten Aufgabe ist es leicht. Ich teile durch F1. Das ist nichts Besonderes. Hier sage ich, um Schreiberei zu sparen, durch 2 stört mich, nämlich mal 2 und gleich noch durch H. Mal 2 durch H. Jetzt ist es egal, ob ich schreibe A mal 2 oder 2 mal A, ist egal. Durch H. Es geht plus d, jetzt muss bloß noch das olle d weg, weil ja g stehen soll. Dann ist das die Lösung. Hier suchen wir das reine a bei der dritten. Und zwar erstmal durch k teilen, dann steht v durch k ist a Quadrat. Und jetzt auf beiden Seiten die Wurzel ziehen. Wenn ich das auf beiden Seiten mache, also ich zeige das nochmal kurz hier. Wurzel über a Quadrat kann ich mir schenken. Das ist dann fertig. Das ist Gegenteil vom Quadrat, ist eben die Quadratwurzel und dann bin ich fertig. Machen wir mal noch ein paar andere Aufgaben, die ein bisschen interessanter sind, weil das war ja eben jetzt wirklich Babykram. Folgende Aufgabe. V ist S durch T und ich suche das hier. Und die nächste Aufgabe, A eines Kreisringes, ist gleich Pi Viertel Groß D Quadrat minus Klein D Quadrat. Und wir suchen aber das hier. Das echte D. So, dann Action. Die erste Aufgabe, die hat es ein ganz bisschen in sich. Also ich meinte jetzt hier diese Aufgabe hier. Die hat es ein ganz bisschen in sich. Die habe ich dann hier nochmal und hier nochmal auf eine ganz verschiedene Art und Weise gelöst. Ich würde hier nicht stürzen. Also das ist meine persönliche Ansicht. Das geht aber. Und zwar, wenn ich sage mal t, dann steht das t schon mal raus aus dem Bruchstrich, hier drüben verschwindet es und dann teile ich nochmal durch v, habe ich es. Eine Lösung. Andere Lösung, ich gehe hier bei der rechten gehe ich weiter. Ich sage, ich stürze zuerst, da muss ich aber darüber mir klar sein, dass hier dann 1 durch v steht und t durch s. Und dann mal s und dann steht t wieder alleine und dann habe ich die Lösung auch dafür. Jetzt nochmal die dritte Variante zum Schluss stürzen, in Anführungsstrichen zum Schluss. Wenn ich durch s teile, bleibt hier oben eine 1 stehen. Dann habe ich v durch s ist 1 durch t. Und dann stürzen und dann ergibt das wieder s durch v ist t. Also ich komme schon dahin, aber lasst bei solchen einfachen Dingen die Stürzerei weg. Sagt einfach mal t, dann bin ich nur sorgelos, dann steht das t raus aus dem Bruch. Das, eine gesuchte Größe unter dem Bruchstrich ist immer gefährlich. Also raus damit und dann fertig. Ganz im Gegenteil zu hier oben. Hier hatten wir gesagt, wenn ich das so mache, die gesuchte Größe raus aus dem Bruch, dann muss ich blöderweise die ganze Klammer, wo die gesuchte Größe drin ist, multiplizieren. Da stürzt man lieber zu Anfang. Hier. Das wäre die Aufgabe, die geht dann wieder leichter. Aber wenn so eine pure gesuchte Größe ganz alleine unter dem Bruchstrich rumsteht, dann ist das die leichteste Variante. Kommen wir noch zu der A-Kreisring. Hier diese linke, die bereitet beim ersten Schritt noch überhaupt keine Probleme. Warte mal, ich mache mal die linke. Hellblau hier, diese. Ich mache das jetzt nicht für euch, sondern damit die von außen gucken, ne? Damit die das sehen. Die bereitet bis dahin keine Probleme. Die führen wir hier fort. Mal 4, weil durch 4 stört und entsprechend mal 4 durch Pi. So, habe ich A-Kreisring mal 4 durch Pi, ist gleich und jetzt steht der Mist allein, ich brauche keine Klammer mehr. Und jetzt gab es so ein paar kleine Schwierigkeiten. Ich muss jetzt, weil ich mir immer vorstellen muss, hier steht noch, ich mache es mal in gelb, weil es kaum sichtbar sein soll, hier steht ein stilles Groß-D-Quadrat.
plus groß d Quadrat. Ein stilles Plus steht davor. Also ist das Gegenteil davon Minus. Nächste Zeile ist nicht schwer. Die heißt dann, a Kreisring mal 4 durch Pi minus groß d Quadrat ist gleich minus klein d Quadrat. Jetzt kriegen wir aber keinen Schreck. Wir wollen das Echte haben und aus einer negativen Zahl eine Wurzel zu ziehen ist unmöglich. Jetzt kommt ein Trick. Alles mal minus 1. Alles, alle beiden Seiten. Dann ergibt sich hier Folgendes. Und das ist jetzt wieder ganz leicht. Ein Minusbruch plus groß d Quadrat ist gleich ein positives klein d Quadrat. Das schreibt man vorteilhafterweise andersrum. Also ich schreibe es mal gleich andersrum, damit das jeder sieht. Denn führen die Minusse in Verbindung mit dem Bruchstrich gehen meistens verloren. Jetzt sieht es eindeutiger aus. Mal 4, ich könnte auch 4 mal a Kreisring nehmen, ist gleich d Quadrat. Und jetzt das d rauszukriegen ist keine Kunst. Wurzeln, also Wurzel über den gesamten Ausdruck, tralala, ist gleich d. Die Profis, die sagen an dieser Stelle hier, Die sagen eigentlich schon an dieser Stelle, die schreiben das linke hier hin, das hier schreiben sie hin und sagen, ist eigentlich d Quadrat, ach, wenn ich hier wurzel und hier wurzel, ach wat, dann machen wir leichter. Na, dann habe ich es auch. Also nochmal in anderen Zahlen, wenn da steht meinetwegen 64 ist gleich r Quadrat, dann sagen die, ach, jetzt müsste ich eine Wurzel ziehen. Dann sagen die, nee, nee, nee. 64 ist gleich r. Ach, scheiß was. Wurzel aus 64 ist r. Und dann haben sie 8. Aber korrekterweise plus minus 8 ist r. Bei reinen Zahlen haben wir wieder zwei Lösungen. Denn minus 8 mal minus 8 ist plus 64 und plus 8 mal plus 8 ist auch 64. Aber in der Physik, so wie hier oder bei Körperberechnung, ich habe noch keine negative Länge gesehen. Hier gibt es bestimmt Fragen. Es gab noch Schwierigkeiten, diesen Teil, den kopiere ich nochmal und sage nochmal, da machen wir nochmal was draus. Warum muss ich da so arbeiten und kann ich nicht vielleicht auch was vertauschen? Probieren wir es mal aus. Nehmen wir mal an, ich tausche das beides auf der rechten Seite. Also hier hätte ich a Kreisring mal 4 durch Pi ist gleich, und jetzt tausche ich das mal, minus klein d Quadrat plus groß d Quadrat. Es ändert nichts. Ich wollte ja eigentlich dieses kleine d, das wollte ich ja haben. Das steht hier. Ich muss trotzdem minus groß d Quadrat weitermachen. So wie hier oben schon geschehen. Hier. Ich muss trotzdem so arbeiten. Hier. Da ist es. Es geht nicht anders. Lass dich nichts machen. Nehmen wir noch eine Formel zum Abschluss. Und dann habe ich eigentlich noch eine Mini-Formel. Da bin ich mal gespannt, was es daraus macht. Also V ist Pi Viertel mal in Klammern Groß D Quadrat minus Klein D Quadrat. Das ähnelt ja hier der anderen. Das war ja nur eine Fläche und das hier vorne ist auch nur eine Fläche hier. Ne? Das hier ist nur eine Fläche. Mal Körperhöhe, da wissen wir, das geht ums Volumen. Und dann mal K. Und wir möchten dieses Groß D Quadrat in diesem Fall ausmietzeln. Also macht mal. Wohlgemerkt, wir sind hier in der 7. Klasse und wir wollten mal diese Gleichung hier, so wie sie da steht, nebenbei auch noch lösen, als Rätselaufgabe. Ich füge aber eine Bedingung ein, und zwar, das ist ja eigentlich die Volumenformel für den Kegelstumpf, dürfen wir nicht vergessen. Und da haben wir, R unten ist hier und R oben ist hier, RO. Und wir machen jetzt mal Folgendes, wir lassen mal RO gegen, so schreibt man, 0 gehen. RO wird ganz, 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 ganz piepelklein, und zwar genau gegen 0. Und dann kann man sie lösen. Also jetzt hier in der 7. Ihr könnt es sonst später auch. Ich habe natürlich wieder was vergessen. Ich bin ein bisschen doof. Das muss doch jetzt 12 heißen hier unten. Das ist egal. So. Jetzt haben wir lange gerätselt. Ich habe immer gesagt, Leute, macht doch mal, was ich sage. Lasst doch mal dieses blöde RO, wenn das 0 ist, habe ich nämlich hier oben keinen Radius mehr. Dann habe ich es mit dem Kegel zu tun. Gut. Achtung, ist RU Quadrat plus RU mal 0 plus 0 Quadrat mal K. Und jetzt kommt der Haken. Das haben manche hingekriegt bis dahin. Und jetzt haben sie falsch weitergemacht.
Denn das heißt, V ist Pi Zwölftel. Und jetzt, Ru Quadrat ist unangetastet. Plus 0. Denn das hier, etwas mal 0 ist nur hohohol. Und die olle 0 kann ich auch noch mit abschreiben. Und jetzt kann ich mir die ganze Klammergeschichte sparen. Jetzt kann ich gleich sagen, okay, das weg, das sowieso weg. Und das K, das rücke ich gleich mal hier hinten ran. Ja, und dann ist das umzustellen ganz leicht. Also mal 12 durch Pi und durch K und so weiter und so fort. Ihr habt nicht den Wald vor lauter Bäumen gesehen. Wenn das mal 0 steht, fällt dieses RU weg. Und da gab es die abenteuerlichsten Berechnungen. Die einzige Schülerin, die es richtig hatte, die hat es aber aus dem Gefühl gemacht. Die hat ja gesagt, ja, dann müsste das alles wegfallen. Das stimmt, ja. Aber warum? Und da, schade. Aber lass mal. Immerhin, einige waren ganz nah dran. Ich schließe das Video an dieser Stelle ab und wir daddeln jetzt noch ein bisschen durch die Gegend. Ne? Also, schöne und so weiter.